aber der sieht aus. Schön Regen, 5 Grad, das passt doch alles. Mein Handtäschchen habe ich auch dabei. Ja, schön. Auf zur Bud-Tour 2018. So, Björn, was geht hier ab? Erster Bud. Kein großer, aber Bud ist Bud, ne? Zählt nicht rückwärts. Nee. Das ist er. Super. Und Bud Nummer 2. So, Bud Nummer 3 kommt jetzt. Jawohl, es scheint ein bisschen besser zu sein. Auf jeden Fall ist er angry. Angry. Oh nee. Oh nein. Und schon wieder um. Naja, aber es geht doch. Immerhin. Babybutt schmeckt am besten. Ja, genau. Butche, Butche, Butche. Nummer 7. Jawohl. Was ist denn hier noch? Thomas dreht auch schon wieder hinter dir. So, Jungs, es geht also im Minutentakt. Es ist der Wahnsinn, was hier los ist. Jetzt hat mein Vater mal einen etwas größeren gehakt. Der hat gleich richtig Schnur genommen. Das sieht gut aus.
krumme Route. Was ist denn hier los? Ist der Ekel? Nee, der ist größer. Das ist ganz schön. Ja. Das kennen wir ja schon irgendwo her, ne? Langweilig. Suppe da. Zweiter Tag heute. Prognose sagt Dauerregen. Thomas, wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist glänzend. Diese Stelle ist vielversprechend. Die Möwen sind schon da. Die haben die Fische schon gefunden. Hättest du jetzt nicht sagen sollen. Das ist natürlich eine ganz schwere, steife Route. 80 Pound Route. Siehst du, Thomas, haben wir doch vermutet. Ein Boot. Butche, Butche. Da ist er. Und da geht er zurück. Wie viel hat er? Jetzt 87, ne? 87. Das ist schon eine schöne Platte. Da siehst du. Sehr schön. Siehst du, Nummer 2 für heute. Ja, sie hauen wieder weg, meine Köder. Wahnsinn. Siehst du das doch? Wahnsinn, oder? Guck dir das mal an. Und was für ein Monster wieder. Riese. Aber naja. Nein. Der dritte für heute. So, kurze Zeit später. Bei Werner einer eingestiegen, aber der sieht größer aus. Der steht und nimmt Schnur. Jetzt kommt die große Frage. Kann der Fisch den von gestern toppen? 1,54 Meter. Der gemacht, dass der groß ist. Wir haben ihn. Wer hat wen? Ich weiß das noch nicht.
1,26 Meter. 1,26 Meter, sehr schön. Okay. Jetzt geht er zurück. Küsschen. Arschbombe. Putsch, weg ist er. Hast du gesehen, wie er noch ein bisschen den hier gemacht hat? Ja. Hat sich noch verabschiedet. Geil! So, wir haben gerade den großen released. Thomas hat nur einmal kurz runtergelassen. Und da hängt was Wütendes dran. Das, wo ich gerade unter Deck gehen wollte, weil es anfängt zu regnen. Du wolltest unter Deck, ne? Jo. Ja. Guck mal, wie sie abgehen. Guck dir das an. Das ist nicht wahr, oder? Wahnsinn. Der ist beleidigt, dass er kleiner gesagt hat. Stinksauer ist er. 95. Auf Wiedersehen. Wiedersehen nach Freude. Ja. Das zweite Mal zum Grund. Zum Glück sei Dank ist es hier nicht so tief. Team Pikey Fischfangfabrik. Ja, wir essen auch Fisch. Frischer Steinbeißer. Lecker, lecker. Eine schöne Strecke hingelegt. Und die werden schmecken. Teamwork. Hoch konzentriert. Bloß nicht verschreiben. Der Meister bei der Arbeit. Am schönsten ist die Mütze. Ah, die Haare sind schön. Das ist ja auch nicht schwierig. Der ist doppelt so groß wie meiner, ja. Gut, dass wir nicht gehört haben.
So, jetzt haben wir Pott Nummer 4, ne? Für heute. Oha! Oha, der macht aber Alarm. Nach Nummer 5 schon. Björn ist doch ein guter Guide. Ich nehme das zurück. Im Moment ist geil, ne? Ein nach dem anderen. Ja. Ist ja wieder die Zeit. Hast du gesehen, was Mike Kleiner eben für Alarm gemacht hat? Ja, Wahnsinn. Ja. Oha. Oha. Ach, der hat noch nicht fertig. Oh, nee. Super. Es geht weiter. Meiner war ein bisschen zu klein, den haben wir mal nicht gefilmt. Aber es geht aber jetzt im Minutentakt. Im 5-Minuten-Takt geht das weiter, ja. An den habe ich die, die Bremse ein bisschen lockerer gestellt, damit es ein bisschen, weil wir das für euch ein bisschen mehr Freude machen. So. Ja, doppelt. Okay, Doppeldrillbutt. Ja. In dem Moment, wo mein Vater den hochholt, der erste ist gleich oben, Thomas zweiter. Es ist nicht mehr normal. Was ist hier los, Jungs? Da sind das sie. Ist ja irre. Der erste ist oben. Rotaugen angeln. Und da hinten Route krumm. Es ist nicht mehr normal. Jetzt in der Warteschleife. Thomas Boot ist ein bisschen größer. Aber können sich beide sehen lassen, finde ich. Was ist denn hier los? Irre. Zwei Boot. Okay, der hatte keine Lust mehr zu spielen. Müssen wir noch ein bisschen warten fürs Doppelfoto. Na gut, ich hätte sonst eben auch noch mal einen gemacht, aber dann kann ja keiner fotografieren, Jungs. Ich warte noch ein bisschen. Das ist hier, er will auch nicht mehr, er will auch noch unten wieder. Butt im Doppeldrill. Tischchen. Doppelbutt. Doppelbutt. Sehr schön. Ich lasse meinen schon mal rein. Ja, der erste geht rein. Den zweiten wollen wir noch mal messen. Habe ich drauf.
kaputt. Fotosession. Jawohl. Ihr seid auf Sendung, Jungs. Bitte lächeln. Ja, das ist das Geräusch, was wir lieben. Immer Vollgas, immer Vollgas. Thomas, ich bin auf Sendung 1,10 Meter. Ich steigere mich so langsam. Aber ein bisschen Luft nach oben ist da noch. Na gut, 3 Fische über einen Meter innerhalb von einer halben Stunde, das ist ja auch nicht zu schlecht. Kann man so machen. So, dann geht er wieder zurück, der Beste. Tag 4, Werner drillt ein Büttchen. Björn hat vorhin schon einen guten Butt verloren, gleich am Anfang, kaum hier gewesen. Und ja, schauen wir mal. Die Bremse extra locker gestellt, damit es ein bisschen Action gibt hier. Okay, haben wir verstanden. Aber hey, kommt. Ja, ist ein kleinerer. Hat den Bach kein schlechter Boot. Ja, das ist ein Meterboot. Guck mal, wie sie den weggenagelt hat. Ja. Das ist echt schön. Der braucht noch ein bisschen Leier. Ja, 1,11 Meter. Ja, so ist besser. We'll be right back.
super, ja. Thomas. Dennis, jetzt und, die Zeit. Dennis, jetzt die Zeit. Ich weiß, wer das Boot sauber machen muss. Boah. Das ist ja eklig. Schön. Das Ding. Lecker, 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 lecker. Thomas kann auch Walfische fangen. Was für eine fette Sau. Das ist mal ein dickes Ding. Ja, guter Dankkopf. Thomas, Thomas, Thomas. Das ist mal ein schöner Dorsch. Der geht doch schon mal. Das ist ein Brocken. Thomas, nicht schwächeln jetzt. Wir wollen was sehen. So, einmal messen. Ein halbes Kilo schwerer als einer. Das sind die Belege. Jawohl. Herrlich, Björn. Super. So, Björn, was hat er? 1,24 Meter. 23, nicht 23. Schummeln. Jawohl. Sehr gut.